einstigen Freundin und Geliebten gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysimar. Ja, hier wieder beim Quali und bei The Witcher 3, Wild Hunt. Und wir haben hier unser tolles blau-weißes Kostümchen an und haben hier direkt ein paar Wölfe, die wir kaputt hauen müssen. Bleib hier, du blöder Wolf. Ist der weg? Was, Ingo? Bleib hier, du Wolf. So, weg mit dir. So. Dann kommt direkt der nächste. Und der Umhina. Ja, die wollen ja auch nur das hier holen, aber. Oh, Mecker. Wo kommt ihr denn hier? Die ist ja mal was Interessantes hier. Grünes Muttergehen. Blaues Muttergehen. Ein bisschen rohes Fleisch mitgenommen. So, jetzt hat uns der Wolf natürlich hier total von dem unserem eigentlichen Auftrag abgehalten. Wir wollen ja mit Plötze zusammen. Wo ist denn Plötze? Zurück und Jenne versuchen. Komm, Blitze. Los, so. Falsche Richtung. Also querfeld ein hier. Jetzt direkt noch mehr Wölfe. Aber um die kümmern wir uns jetzt mal nicht. Sondern wir versuchen mal möglichst schnell jetzt auch mal diese Phase des Spiels auch mal hinter uns zu bringen, weil wir datteln hier ja schon eigentlich recht lange rum. Wir könnten hier vielleicht noch mal einmal zum Schmied. Hallo? Schmied? Na? Ah, diese Steuerung, es ist zu... ein Traum. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? So, zeig mal. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ja, wir haben hier ziemlich viel Zeug, was wir dem verticken können. So, alles weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Wir das nicht gerade an? Nee, das sieht so ähnlich aus. Ne? So, alles hinfort. So, und dann haben wir hier noch schöne Handwerkssachen. 55, 73, 24, 30 und 24 und 82. Wir haben nicht so super viel Kohle. Und ich würde mir gerne die Karten versuchen in der Wirtschaft noch zu kaufen. Leb wohl. Von daher einmal kurz zurück. Weil da gab es ja noch Karten. Hallo? Brauchst du sonst noch was? Ja, du hattest doch hier Karten, oder nicht? Hast du was Interessantes unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Siehst dir an. Ja, da genau. Hier Gwind-Karten. Die konnten wir uns ja am Anfang auch nicht wirklich vernünftig leisten. Die kaufen wir uns jetzt einfach mal. So. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Brot und Backkartoffeln. Die machen 5 Sekunden Wirkungsdauer, die machen 10 Sekunden Wirkungsdauer.
10 Sekunden. Ja. Komm, wir verticken der jetzt auch erstmal wieder was. Hier sowas, sowas. Sowas. Ein Heft. Okay. Eine Harke. Wolfsfälle. Haben wir jede Menge. Können alle haben. Ich denke mal, die werden wir auch nochmal finden. So. Nimm das. Schweinehaut. So, und hier möchte sie... Ah ja, das Bier und so brauchen wir auch nicht. Wir sind ja nicht so der Biertrinker. So. Hier rohes Fleisch, das werden wir auch noch in Unmengen finden. Glaube ich. So, hier gibt es auch noch ein Zeugs, was sie nicht haben will. Gut, dann haben wir jetzt eine Menge vertickt. Und haben uns auf jeden Fall die Gwind-Karten geholt. Weil ich glaube, die könnten wir später nochmal brauchen. So. Leb wohl. Okay. Dann suchen wir mal den guten Wismir. Boah, könnt ihr nicht hier so... Ich ein bisschen benehmen hier? Schmatzen. Yennefer ist in Wysimir. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Habt ihr gerade gesehen, dass ein Quest gescheitert ist? Warum? Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns haushalten. Nur dieses eine Mal. Aber voll übersehen, die Quest, ne? Meh. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Okay. Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Dann kriegen sie halt auf Arme. Ein Mann! Oh. Oh. Nein. Oh. Du wirst es nie lernen. Das ging ja schnell. Wow. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht! Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir! Tja, auch noch undankbar.
Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Mach die Pferde bereit. Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysimar erwartet dich nämlich jemand. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrais. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Gut, ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysimir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern, so schnell wie möglich. Ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten,
gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Das wissen wir doch, das wissen wir doch. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwin? Bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut, tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Und stell dich auf einige Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher, der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Geralt von Riva. Geburtsort unbekannt. Eltern unbekannt. Alter unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg Lavalette, dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Arjan. Ich habe den beim letzten Witcher-Teil in der Tat verschont. Wir haben auf gegnerischen Seiten gekämpft, das stimmt. Dann landeten wir im gleichen Kerker. Arjan ist entkommen und dabei hat er die Burg in Brand gesetzt. Ah, so hat das Feuer angefangen. Unsere Berichte haben den Drachen dafür verantwortlich gemacht. Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Bergen begeben. Die Frage ist, wie? Ich glaube, ich war mit dem Jorvet unterwegs gewesen, ja. Ich habe Flotsam mit Jorvet verlassen, dem Kommandanten einer Skoyatell-Einheit. Ein Monsterschlechter und ein Menschenschlechter. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist, als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Loch Muin. Du warst dort. Und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. Die Mächtigen hielten Triss Merigold gefangen. Es sollte bekannt sein, dass mir an ihr liegt. Und dass ich Leute rette, an denen mir liegt. Das hast du ja auch. Und dabei Radovid die Kontrolle über Kammer und Rat der Magier übergeben. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte stillsitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Sie ist entkommen bei mir, glaube ich. Ich habe zugesehen, wie sie in das Megaskop ging. Aber dann habe ich sie befreit. Aus der Falle, die euer Mann Leto von Guleta ihr gestellt hatte. Schreib das auf.
Ich will sicher sein, dass der Papierkram jetzt in Ordnung ist. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Der Leto war noch am Leben. Die Allianz gibt es noch? Was macht Leto denn so? Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ah, Leto versteckt sich also vor euch. Dazu muss er gute Gründe haben. Ist das auf Änderungen im nationalen Interesse zurückzuführen? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Klinge am Hals oder nicht. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast, bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade. Ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Schwarz, schwarz oder schwarz? Wir schätzen in Nilfgaard keine aufdringlichen Farben. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Gucken wir uns die Dinge nochmal an. Also hier mit diesem scheiß weißen Kragen, das sieht kacke aus. Nee. Hier so Rüschenärmelchen. Das Ding hat auch. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem hier? Ah, das hier hat so schnörkelige Teile. Und der hier hat nur schnörkelige Teile in der Mitte, aber nicht am Rand. Nur in der Mitte. Weil es nicht zu verschnörkelt hier. Alles nehmen. So. Zack, zack, zack. Ja, doch. Kann man anziehen, ne? Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Bitte sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Das hier war das so. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Gott, der hält sich ja für was, ey. Meine Fresse. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Der Kaiser soll sich mir nicht so anstellen. Immerhin habe ich den mal von einem Fluch gerettet. Wenn ihr die Witcher-Bücher kennt, dann wisst ihr Bescheid. Ingrimi ep art Kerser,
Date, wenn Adan in Karnep Morwut, M hier war Emreis. Verneiden. Natürlich nicht. Nicht vor dem. Eure kaiserliche Majestät. Area Epto Orde. Evelien Namin wat gern wavort. So viele Monate an Folterszof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ja, Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herewar der Zweite, Prinz von Elanda. Bisher Ness war in Norwegen. Er, Ratslieden in Enek. Es tun es es auch an Nen Vater. Es ist Sid, Abside F, Bernsa, Nen, Mats, Tink, Nen, Konfortail, an Nen, Pfarrer. Es war Kessida. Es ist Kliti? Den Rebrain, ja? Enselfit den Gagre Esseplenten et Nordmalche. Enselfit den Psychiatresit, das wir kennt, Welle de Tumewe. In Hirode Kaiser Wandeslav der Erfahrung für diesen Kuban. Lene Esseplasse. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Ja, ja. Ist die Feder noch angespitzt? Ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot.
Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Sieh einer an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspiti, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold, die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Jen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Naja. Gut. Ich glaube, aber ich will jetzt nicht mit. Ja, ja, Teleportation. Ich werde aber nicht mit diesem komischen Fatzke hier. Habe ich jetzt keine Lust zu. Na.
deine Sachen. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Gut. Ich würde sagen, ist mal wieder vorbei für heute. Ich hoffe, am nächsten Mal seid ihr auch wieder bei, das heißt The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss. Yeah.